Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute testen wir Döner mit Arda. Ja, wir testen, aber Arda zeigt mir heute seine drei Favorites in Berlin. Ich bin extra dafür nach Berlin gekommen. Ich bin seit gestern 20 Uhr auf nüchternen Magen, das heißt, ich habe richtig Hunger. Und wir haben jetzt 17.20 Uhr. Ich habe eh immer Hunger. Passt. Wir werden heute drei Läden testen. Den ersten, bei dem wir sind, das ist hier Urimbiss im Stadtteil Wedding. Let's go. Ich esse den Döner so wie du. Tamam. Du bestellst und ich sag das Gleiche. Tamam, perfekt. Okay, dann gehen wir rein. Wir haben jetzt 5 Döner bestellt mit deren hausgemachten Brot. Das kenne ich einfach aus Kiel gar nicht. Ich kenn's, ich bin's nicht gewohnt. Oder Arda, die nehmen das bei uns aus der Box. Wallah. Das, was er gerade schneidet, ist für mich Highlight gerade. Das ist respektlos, aus so Box. Gänsehaut. Also Marshall, das kannst du gar nicht vergleichen. Ich habe so geisteskrank Hunger. Ey. Ich habe noch nie so ein Rotkohl gesehen. Oder Wallah, wow, einfach. Was ist drauf jetzt alles? Was hast du drauf gemacht? Ich habe extra alles gemacht. Normalerweise nehme ich keine scharfe Soße. Also ich mache immer Kräuter, Knoblauch, aber ich möchte, dass du hier auch die scharfe Soße probierst. Okay. Aber sonst Salat, alles. Zwiebeln müssen immer bei mir rein. Knoblauchsoße auch. Ich kenne da gar nichts mit Mundgeruch und sowas. Also dieser Laden ist bekannt für das Fleisch und für das hausgemachte Brot. Das ist das hausgemachte Brot? Genau. Das ist halt nicht so ein normales. Die haben schon auf den Hinweg gesagt, ey, hoffentlich ist es da, weil das immer so schnell weg ist. Ja, ne? Ja. Bruder, also für mich, ich bin von dem Laden überzeugt, Bruder. Ich brauche die Überzeugung nicht mehr. Bruder. Krass, oder? Also jetzt fällt schon mal Kiel komplett weg. Nur von dem Bissen hier. Oh mein Gott, weißt du, was heftig ist? Das Dönerbrot ist nicht so fett. Ich liebe das. Guck mal, wie dünn das ist. Das ist wie so ein Sandwich. Ich drück das mal gerade jetzt. Jetzt, guck mal jetzt. Bismillah. Perfektion, oder? Warte. Ja. Ich habe Soße, Salat und Fleisch in einem Biss bekommen. Das ist einfach perfekt, wie so eine Tasche. Ich esse eigentlich keinen Rotkohl, ne? Ich mag keinen Rotkohl, aber das schmeckt mir. Ich liebe klassisch türkischen Döner. Also in Türkei isst du ja Döner ohne Soße. Ja. Da, wo halt der Fleischgeschmack so im Vordergrund ist. Und ich mag es nicht, zum Beispiel, ich mag es nicht, wenn Döner zu viel Soße drin haben. Das übertönt einfach, du schmeckst nur Soße, das ist wie... Das ist ein Matschdöner. Genau, hier mag ich es, die machen die Soße dezent, du schmeckst die Soße. Oh, das ist sogar scharf, die Soße. Genau. Bisschen. Das feiere ich. Du schmeckst die Soße, aber es dominiert den Fleischgeschmack nicht. Okay, ein Döner kostet 6,50. Die Portion ist nicht groß, aber der Inhalt ist geisteskrank. Die Portion ist viel größer. Bruder, bei uns im Döner so. Wirklich groß. Ja? Sehr, sehr groß. Da esse ich lieber so ein, wo weniger drin ist, aber dafür Qualität. 100%ig. Was zahlst du in Kiel? Normaler 5. 5? Mhm. Oder was ich außerhalb Berlin nicht verstehe, diese ganze Currysoße und sowas. Cocktailsoße. Bei uns gibt's Curry. Also an alle, kein Disrespekt, an alle, die aus NRW kommen oder sowas oder aus außerhalb. Hast du schon mal probiert aber damit? Ja, hab ich. Ich wusste nicht, ob ich Döner esse oder Dings. China-Pfanne. Ja. Lass Döner wieder anderes mal machen. Lass jetzt noch ein paar hier essen. Marshaller, der ist geisteskrank. Die Bewertung machen wir am Ende. Wir machen Kriterien, Geschmack, Größe. Größe, Geschmack. Preis. Preis. Da würde ich sagen, lass uns bitte direkt sofort zum anderen. Das 100%. Okay. Jalla, wir gehen los. Ach ja, ganz kurz nochmal. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso das Rotkohl so gut aussieht und auch anders schmeckt so ein bisschen. Und jetzt sagt der Bruder mir einfach, die legen es ein in Wasser und Essig, wie viel sie sich Mühe geben. Es war ein Gaumenschmaus. Nächster Dönerladen. Traditionell mit dem Schwert. Wie heißt der Dönerladen hier? Hamdi Baba. Das Gute ist, bei dem, der ist ein bisschen special, weil er macht in den Döner, die Leute, die Iskender wissen, diese Tomatensauce. Oder das, damit hast du mich verrückt gemacht. Ist einfach was. Ich schmier das unten so ran, genau, damit das saftig ist. Genau, und dann kommen die Soße und dann eine Salat und so, ist sehr lecker. Hier auf jeden Fall wird das Fleisch hier. Mashallah. Mashallah. Ich glaube, ich will drei davon. Also sie haben einmal so wie in der Türkei, so normales so Weißbrot. Weißbrot. Dann ein noch ein bisschen fitnessbasiert. Hä? Dann normal klassisch und einmal dünn. Ich nehme einmal den. Ich will den hier. Sicher? Wieso? Nimm das, glaub mir. Okay. Salgam Soyu. Bruder, egal was, ich habe es einmal getrunken. Das war das Widerlichste, was ich in meinem Leben getrunken habe. Das nimm die um den Magen so. Ich weiß, das ist gut, das ist gesund. Aber Bruder, warte. Guck mal, wir nehmen einen, okay, Arda? Tamam, okay. Trinkst du Hälfte, Hälfte? Ja, tamam. Echt jetzt? Ich will meinen Geschmack nicht kaputt machen, ich warte noch gar nicht, Bruder. Wie, Bruder? Trink mal jetzt! Einen Schluck! Ich muss kurz... Einen Schluck! Ach so, wegen Döner? Ja, genau, warte mal. Ja, genau. Einmal mit Vollkorn, einmal mit Weißbrot. Das Hamdi Baba Brot, türkische Sommer. Weißfest? Das frisch, oh, Bruder, das ist... Der Hamdi Brot ist
haben die Spezialbrot. Kommt erstmal die Soße, Knoblauch, Schaf, die beste kombinieren. Und danach haben die Soße, danach Salat natürlich. Beide mit haben die Soße. Abi, was hast du hier für Soße? Ich habe die Soße Kräuter, Knoblauch, Schaf. Kräuter, Knoblauch, Schaf, okay. Mango, Curry, Sesam und Gips haben die Soße. Du hast Currysoße? Ja, habe ich Curry auch, Bruder. Komm her, Bruder. Bruder. Er sagt, Currysoße darf man nicht auf Söhne. Ist lecker aber, ne? Jetzt wirst du extra mit Currysoße. Bruder, du machst uns mit Currysoße. Abi auch nicht so. Abi, nein. Ist das Hamdi Baba? Das Hamdi Baba. Hamdi Baba. Beste Baba. Welchen Stadtteil sind wir, Arda? Tempelhof. Tempelhof? Wir sagen euch gleich, ob ihr herkommen sollt oder nicht, wenn wir den gegessen haben. Aber so wie ich das angehört habe, sollt ihr bestimmt herkommen. Oder macht mal seinen Döner mit Curry, okay? Aber sag ihm nicht. Weil dann wird er sehen, wie lecker das ist. Weil er ist gerade weg. Arda ist gerade kurz zur Bank gegangen. Und jetzt machen wir einen Döner mit Curry. Sagen wir, wie das aussieht. Saftig, knaftig. Knoblauch, Kräuter und viel Curry, Bruder. Gerne, mach. Viel Currysoße. Mach ich gerne. Das ist für Arda. Vielleicht so. Zeig mal die Hamdi-Soße. Die Hamdi-Soße. So, Hamdi-Baba-Döner. Was ist das? Und Zitrone kannst du machen? Natürlich, Abi. Okay, erstmal, ich mach ein bisschen Eisbeck. Okay. Und Herr, Zitrone ist so eine wichtige Sache für den Döner. Und ein bisschen Sumak, oder? Natürlich, Abi. Sag mal Sumak, ja. Salat, alles? Er macht dir am besten Döner. Arda, eine Frage. Wenn du jetzt, angenommen, du fährst jetzt hier von dir bis hierher, wie lange brauchst du, um den zu essen? 20 Minuten. 20 Minuten? 15 Minuten. Er fragt dich gerade was? Okay. Ja. So, ich weiß, ich muss ihn gerade ablenken, damit er die Currysoße reinmacht. Wisst ihr, weil er hat gerade so dahin geguckt. Und jetzt wird er mal gucken, wie die Currysoße ist. Das ist komplett was anderes vom anderen. Das stimmt, das ist eher knusprig und saftig und der andere war weich. Wie findest du die rote Soße, die Hamdi-Soße? Heftig. Diese Hamdi-Soße, heftig. Ich hab die direkt genommen. Der ist deftiger als der andere. Deftiger, ja, richtig. Scharf oder was? Ja, natürlich sehr scharf. Oh, okay. Wie sind die Soßen? Die Soßen sind Hammer, ne? Der ist sogar schärfer als der andere. Jetzt hättest du einmal probieren können, wenn ich mit Curry. Habe ich jetzt nicht gesagt. Würdest du kein Curry essen? Doch, aber würde nicht schmecken. Ja, das gehört einfach nicht dazu, Bruder. Ich meine, wie Curry doch? Nee, habe ich vergessen. Ich hätte gerne gemacht. Und du, der ist jetzt gut, dass wir vergessen haben, damit du ohne Curry. Ja. Und du hast Curry drauf bei dir. Nein. Wallah. Was? Nochmal, wo du weg warst, habe ich gesagt, ich soll Curry bei dir viel drauf machen sogar. Wallah. Das schmeckt sogar gut, ja. Ach, wie ist aber schmeckt gut? Das schmeckt gut, ja. Er sagt, hä? Schmeckt super. Deswegen meinte ich so, nein, das ist dein Döner. Das Schlimme ist, der schlechteste Döner in Berlin ist besser als der beste Döner in Kiel. Wie saftig der ist, das ist geisteskrank. Das ist wirklich, also wirklich, mashallah. Wir essen ihn noch auf, dann fahren wir direkt zum nächsten. Ich bin auf den letzten sehr gespannt und dann werden wir gucken, welcher von den drei am besten war. Ich weiß schon. Also ich glaube, ich kenne schon deinen Ranking. Meinst du? Ich glaube schon. Eins, zwei, drei. Geht's auch nicht. Ist scharf. Ja, weil die Körner nicht gekommen sind. Boah, doch. Komm. Okay, jetzt kommt bestimmt. Ja, komm. Eins. Aber die geht fit, oder? Oder ist schon ein bisschen scharf? Ja. Erstmal war gar nichts da von der Schärfe. Jetzt knallt rein. Wir sehen uns gleich beim nächsten Laden. Bis gleich. Weiter geht's zum nächsten Laden. Wie heißt der Laden? Imren. Boah, ich habe davon schon viel Gutes gehört. Das ist der Lieblingsladen von meiner Schwester, aber ich habe da noch nie gegessen. Ist ein sehr spezieller Döner. Also mögen nicht viele. Also das ist so ein Döner, würde ich jetzt so behaupten, von meiner Wahrnehmung. Der wird geliebt und oder gar nicht gemocht. Echt? So, ja, weil es so ein, ja, weil es halt sehr speziell ist. Ich mag ihn sehr. Ich denke jetzt momentan gerade nur an den Döner, den ich bei uns in Kiel gegessen habe, selbstgemachtes Fleisch. Das ist so dunkel wahrscheinlich eher, ne? Ja, genau. Wir sehen uns gleich im Laden. Wir sind jetzt hier in Schöneberg bei Imren. Speziell anders als die anderen beiden, aber sehr, sehr lecker. Viele werden ihn kennen, also Berliner, die werden ihn kennen, hundertprozentig. Aber ist sehr spezieller Döner. Kein Topf, wo das Fleisch drin ist. Endlich. Wie isst du deinen Döner hier komplett? Salat alles und hier auf jeden Fall mit Sesamsoße. Habt ihr Sesamsoße, Abi? Na klar. Na klar, okay. Und auch mit Narikschüsse, Granatapfelsirup. Oh, das heißt auf Kurdisch Rubana, auf Arabisch Rumman. Rumman, Granatapfel ist auch die Frucht des Paradieses. Ist in Surat al-Rahman sogar zu finden. Das heißt, das ist schon heftig, das ist schon sehr heftig. Also der Döner aus hier. Geisteskrank. Sagen wir einmal hier, Fleisch das. Boah.
Ich hab's, glaube ich, schon 20 Mal gesagt, aber es ist anders als die anderen, ne? Ich verstehe auch, was du meinst. Ganz andere Konsistenz. Ganz auch. Anders. Also, Bruder, das Dönerfleisch nennt man Yaprak-Döner. Yaprak heißt auf Türkisch Blätter, also so... Ich kenne das von Weinblätter. Ja, Yaprak. Aber es ist, ja, genau. Das ist doch das, oder nicht? Und warum nennt man das so? Weil das Fleisch so schön runterfällt. Der sieht so saftig aus und dieses Granatapfelsirup kommt, glaube ich, ganz krank. Okay, bis mal nach. Ich muss nichts sagen. Ja. Du hast recht, es ist was anderes. Soße, Geschmack. Das schmeckt geisteskrank. Ich liebe den Döner hier. Der ist sehr, sehr gut. Jetzt weiß ich, warum das meine Schwester Lieblingsdöner ist. Bruder, du brauchst fast keine Soße für dieses Fleisch. Das sieht irgendwie trocken aus, ist aber extrem saftig. Mhm. Krank. Aha. 6 Euro. Also der erste Döner, 6 Euro. Nee, 6,50, 7, 6. Eine. Immerhin ist der günstigste Döner. Ich habe eine Döner-Tour in Kiel gemacht. Ich habe den Döner ein bisschen gegessen und mitgenommen. Hier haben wir einfach jeden Döner weggefetzt. Ohne Probleme, oder? Ohne Der ging easy rein. Ich fühle mich nicht mal schlecht, wenn ich die Dinger esse. Wie soll ich denn jetzt vernünftig den Döner bewerten? Das kann man gefühlt gar nicht richtig machen. Geschmack, Preis, Größe. Oder machen wir Geschmack, Preis, Brot? Ich würde Fleisch sagen. Ja? Ja. Komplettpaket, dann das Fleisch und Preis. Okay, also immer ein Döner war mit 6 Euro der günstigste Döner. Oder ich halte mich bedeckt, ich werde nichts sagen. Wieso? Für mich sind die alle eine 10. Okay, scheiße. Das macht es mir noch schwerer. Wenn ich jetzt, guck mal, an welchen Döner ich als erstes denke, wenn ich hierher komme und einen Freund von mir zeigen will, der erste Döner, der mir einfallen würde, Ur. Okay. Aber ich würde ihm sagen, nächstes Mal, ich will mehr Soße haben. Der zweite Döner war, ich fand das Schaf nicht zu scharf, nicht zu mild. Ja. Es war richtig, richtig gut. Wie fandest du Tomatensauce? Tomatensauce war sehr gut. Ja. Es ist schwierig, ich sag euch ehrlich, alle drei Döner, Alhamdulillah, dass sie nicht bei mir in Kiel sind, weil ich glaube, ich würde sonst nicht abnehmen. Jeder Döner war auf seine Art und Weise heftig. Okay, Preis ist ja klar, welches am besten ist. Ja, Imre. Oder vom Personal her war heute Hamdi Baba 1A. 1A mit Sternchen. Welcher Fleischgeschmack hat dir am besten gefallen? Guck mal, das Ding ist, der erste. Ur. Ich brauche nicht zu reden. 100% okay, also vom Dings her sage ich jetzt, du findest Ur-Döner am besten von den drei. Ur. Von 10 Punkten, wie viel? 9,5. Okay. Haben Platz die Baba. Zwei. Das Einzige, was ich nicht gefeiert habe, dass das Fleisch ein bisschen kalt war. Okay. Weiß ich nicht, weil die so dünn sind, die Scheiben, die werden schnell kalt. Kann sein. Aber ansonsten, das Brot war sehr geil. Das hat mich daran erinnert. Wenn wir früher, wir hatten nichts zu Hause. Wir haben ein Fladenbrot geholt für 50 Cent vom Türken. Haben in den Ofen geschmissen. Und dann haben wir ein Brot, zack, heiß. Da kam Rauch raus, damit Butter. Ist egal jetzt mit dieser Buttergeschichte, aber... Ur, Nummer 1. Imren, 2. Und 3, aber 3 hört sich gerade so falsch an. 3 haben die Baba. Aber nur, weil das Fleisch ein bisschen kälter war. Ich okay, also Ur 9,5. Imren, 9. Haben die 8,5. Ja. Wir haben gerade so diskutiert und Arda hat den perfekten Döner zusammengestellt und ich habe es definitiv bestätigt. Das Brot von Ur. Das Fleisch von Imren. Und die Soße von Hamdi. Wir gehen einfach hin und sagen, Bruder, kannst du bitte Brot geben? Nur das Brot geben. Und dann geben wir dir bitte ein bisschen Fleisch, bitte. Dann kommen wir her, Bruder, bitte nur einmal ein bisschen Soße. Bruder, meinst du, das kriegen wir? Ja, das ist ja wild. Also wir drehen auf seinen Kanal noch. Checkt das gerne bitte ab. Leute, ich verlinke euch. Und hier nochmal Ardas Instagram. Hier ist mein Instagram. Ihr könnt gerne vorbeikommen. Geht auf Ardas YouTube-Kanal und guckt euch das nächste Video an. Denn da, was zeigst du mir da? Die drei besten Grillhähnchen-Spots aus Berlin. Checkt einfach das Video ab. Genau. Lasst gerne hier ein Abo da. Ist kostenlos. Kanal abonnieren. Like da lassen. Kommentar da lassen. Arda, danke dir für deinen Döner-Dings da. Danke, dass du hergekommen bist. Ich küsse euch jetzt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.